Besonders wichtig erscheint mir bei all den Maßnahmensetzungen, die jetzt auch diskutiert werden, dass ich den Eindruck habe, dass in Österreich massiv die Wirksamkeit von Testen, Tracen und Isolieren unterschätzt wird. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Aspekt und das geht, und das muss man auch wahrscheinlich menschlich verstehen, auch bei den Entscheidungsträgern in den Bundesländern ab und zu unter, weil so viele Baustellen sind, die man organisieren muss. Man muss das Gesundheitssystem managen, man muss jetzt das Impfen managen. Was wir seit April in den Modellen und zwar in verschiedenen Strategien sehr zentral sehen, ist, wie effektiv eben Testen, Tracen und Isolieren ist. Und zwar gibt es verschiedene Varianten. Das eine ist eben das Klassische, was seit vielen Monaten diskutiert wird, nämlich symptomatische Patientinnen zu testen, die Kontaktpersonen zu finden und dann möglichst schnell zu isolieren. Was hier oft zu kurz kommt, ist die Geschwindigkeit. Es nutzt überhaupt nichts im Sinne der Eindämmung, wenn nach 5 Tagen isoliert wird, dann ist die Geschichte schon gelaufen. Wir sehen im Modell ganz eindeutig, hier geht es um 24 bis 48 Stunden. Und das scheint nicht funktioniert zu haben. Das haben wir auch im Oktober gesehen. Da sieht man ganz eindeutig den zweiten Knick, der in dieser Phase kam, wo dann das Testen, Tracen und Isolieren vollständig zusammengebrochen ist und wo dann die Eigendynamik ganz stark wurde. Aktuell fokussieren wir uns, um das noch zu ergänzen, ein bisschen auch mehr auf Screening-Strategien. Das heißt, wenn das mit dem Tracen nicht so gut funktioniert, kann man nicht Massentests, sondern wiederholtes Screening von möglichst breiten Bevölkerungsgruppen auch andenken, wo man einmal wöchentlich wiederholt und wo man zum Beispiel Haushalte von Schulkindern regelmäßig testet. Wenn wir das effektiv machen würden, dann hätten wir auch eine starke Reduktion. Und ganz wichtig ist hier eine Niedrigzahlpolitik. Es wird jetzt sozusagen ein bisschen auseinander dividiert und gegeneinander ausgespielt. Die einen sagen, Gesundheit und niedrige Zahlen und Gesundheitssystem schonen und die anderen sagen, aber die Wirtschaft. Die Valerie Brisemann ist Hauptautorin von einer Publikation, die im Lancet ist, wo auch einige Kollegen aus Österreich mitgeschrieben haben und wo ich einer der Erstunterzeichner auch bin. Und hier wird ganz klar kommuniziert, dass wenn man auf niedrigen Werten ist, Punkt 1, und wenn man geeignete Maßnahmen setzt, wie zum Beispiel konsequentes Testen und Isolieren, hat das den Vorteil, dass man die epidemiologische Einschränkung und die wirtschaftliche und soziale und psychologische Nutzen sehr gut kombinieren könnte. Und wo es auch darum geht, dass der Nachteil für die Menschen ein niedriger wäre. Weil wenn ich niedrige Zahlen habe und testen und isoliere, dann finde ich auch wenig Menschen und die Zahlen bleiben niedrig. Das heißt, das erscheint mir sehr wichtig, dass den Menschen hier besser kommuniziert wird, diese Verbindung zwischen den einschränkenden Maßnahmen und dem Testen, Tracen und Isolieren.